This is absolutely the future. You know what? I hope this is the future because this is the coolest thing ever. Hologramme zum Anfassen, selbstfahrende Autos auf den Straßen. Ich glaube, dass das früher kommt, als viele in Deutschland vermuten. Roboterärzte und Kunstinstallationen, die alles in Frage stellen. Wird hier unsere Zukunft entworfen? Wow, ich bin hier gerade in San Francisco. Das ist das Headquarter von Twitter. Da hinten ist Uber, Facebook, Google, alle nur ein paar Kilometer weit weg. San Francisco ist der Anfang vom Silicon Valley. Wenn ich irgendwo sehen kann, wo unsere Zukunft entworfen wird, dann hier. San Francisco hat schon viel Neues hervorgebracht. Die Stadt ist der Geburtsort der Hippies und die erste Regenbogenflagge der Welt hat hier geweht. Die meisten kulturellen Revoluzer wurden mittlerweile verdrängt. Jetzt ist die Stadt vor allem für eines bekannt. Tech. Smartphones, Social Media oder elektrische Scooter waren alle erst hier, bevor sie unser Zusammenleben auf den Kopf stellten. Was ist so besonders an den paar Quadratkilometern im Norden Kaliforniens? Erstmal fahre ich nach Süden, ins Herz von Silicon Valley und treffe Jennifer Elfmann. Hereinspaziert. Auf geht's. Komm. Sie ist Innovationsmanagerin bei Plug and Play, dem größten Business Accelerator der Welt. Aber was ist das überhaupt? Ein Umfeld oder ein System, in dem Startups schnell an Kapital kommen, an Mentoren und Coaches, die ihnen helfen, groß zu werden. PayPal und Dropbox sind hier als kleine Startups eingezogen. Heute sind sie viele Milliarden wert. Im Silicon Valley geht es nicht nur um gute Ideen, sondern auch um Nähe zu Menschen mit Einfluss und Geld. Welche großen Unternehmen sind denn hier die Nachbarn? Naja, die großen Tech-Riesen, die man eigentlich kennt, sind Apple, Google, Facebook. Die haben hier die größten Unternehmenssitze. Und wie weit sind die von hier weg, so kilometermäßig? Alles zwischen 2 Kilometern und 10 Kilometern ungefähr. Also wirklich um die Ecke. Candice Widows ist Geschäftsführerin von Plug and Play. Sie glaubt, das Erfolgsrezept liegt in einer Mischung aus guten Unis, vielen risikofreundlichen Investoren und der internationalen Anziehungskraft Kaliforniens. All those tech companies just having that talent here, Apple starting here, the fact that Steve Jobs happened to grow up in Cupertino and have access, you know, to all the companies that were here and have that passion and that culture, it's been a long time in the making. In this building, we probably have 50 different languages spoken. So it's not like it's all homeborn here, it's just that we attract that talent, which is really special. Aber eigentlich bin ich ja hier, um herauszufinden, wie unsere Zukunft aussieht. Welche Sachen, würdest du sagen, sind neue Trends, die ihr hier sehen könnt? Was kommt als nächstes auf uns zu? Naja, du hast gefragt, was gibt es vielleicht noch außer des autonomen Fahrens? Aber ich denke, das zusammen mit elektrischen Fahrzeugen ist im Moment der wichtigste Trend, der auch am nahesten für uns ist und auch am spürbarsten. Und ich glaube, dass das früher kommt, als viele in Deutschland vermuten. In San Francisco cruisen selbstfahrende Autos übrigens schon durch die Straßen. Jetzt haben wir in Deutschland eine sehr starke Automobilindustrie, die aber aus unserer Sicht wahrscheinlich 5 Jahre hinterherhängt. Und wenn jeder 7. in Deutschland entweder direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie arbeitet, frage ich mich halt, warum da nicht noch mehr Angst eigentlich ist. Uff, das sitzt. Autos von Mercedes sind zwar noch nicht öffentlich unterwegs, aber bald. Gerade mal 5 Minuten vom Accelerator entfernt haben sie ihr Innovationszentrum hingebaut. Das schaue ich mir an. Ich treffe Alexander Sharp. In den kommenden Monaten bringt Mercedes die ersten selbstfahrenden Autos im Testlauf auf die Straße. Die kalifornische Konkurrenz macht das schon seit einer Weile. Auch wenn wir natürlich sozusagen vielleicht in einem innovativen Projekt immer auch so ein paar Risiken eingehen möge, wollen wir tatsächlich das nicht auf die Menschheit loslassen. Und wenn, dann muss es safe sein. Und da sind wir tatsächlich kurz davor. Denn spätestens seit dem tödlichen Unfall von Tesla letztes Jahr ist klar, Fragen nach der Verantwortung bei selbstfahrenden Autos sind kompliziert. Es gibt noch kein hartes Datum, wann wir sozusagen dann auch wirklich in die Masse gehen, aber den Piloten im Lauf der nächsten Wochen und Monate tatsächlich in San Jose starten werden und dann tatsächlich auch in den Betrieb mit Sicherheitsfahrer erstmal gehen, wo wir einfach tatsächlich sehr, sehr viel lernen wollen, Daten aufnehmen wollen. Das ist eine wesentliche Schlüsselgröße. Was könnt ihr schon oder was können die Autos schon, was können sie noch nicht? Diese eierlegende Wollmilchsau, die am Schluss sozusagen bei Wind und Wetter und allen Wetterbedingungen und jeglichen Geschwindigkeitssituationen und wie ich es vorher gesagt habe, überall auf der Welt direkt autonom fährt, das wird tatsächlich erstmal noch eine Zeit lang dauern. Diese komplett eierlegende Wollmilchsau, die wird kommen irgendwann. Kommen. Die wird kommen. Also da besteht auch bei Mercedes kein Zweifel. Die wird kommen, die wird mit ziemlicher Sicherheit kommen. Alexander fährt jetzt raus und zeigt uns jetzt dann, wie das Auto quasi selbst fährt, aber wir machen das draußen, weil hier drin ist nicht genug Platz. Mitfahren lässt mich Mercedes leider nicht. Auf geht's. So, da kommt er jetzt, ihr seht,
Hände sind weg vom Steuer, das Auto macht alles komplett von alleine. Hast du es jetzt quasi gerade ins Navi eingegeben, das Auto hat das dann komplett alles alleine gemacht? Das System gestartet, aktiviert und dann fährt es tatsächlich auf Basis der Informationen, die es hat, selbstständig. Er ist quasi nur der Co-Pilot. Der Pilot ist das Auto und wie im Flugzeug greift der Co-Pilot nur ein, wenn es einen Notfall gibt. Erklär mir das Auto. Was ist das da oben drauf? Was ist hier dran, was das Auto besonders macht? Wir als Menschen, die sehen sogar nicht die Augen und Ohren und das Auto braucht natürlich was Vergleichbares. Das ist das, was wir hier sehen. Oben den Aufbau mit den vier Lidaren, das sind die vier Dinge, die sozusagen die Umgebung über Laser entsprechend abscannen, die Umgebung erfassen. Wir haben im Frontbereich noch Radare, das ist einmal hier und hier, die ebenfalls das nochmal abscannen. Hier sieht man auch nochmal zwei Eck, nochmal Lidare. Jeweils als Redundanz. Tatsächlich haben wir Menschen ja neben den Augen und Ohren noch eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist das Gehirn. Und wenn wir hier mal einen Blick in den Kofferraum wagen, dann sehen wir tatsächlich hier relativ viele Kabel und eben genau die zentrale Verarbeitungseinheit für unser automatisiert fahrendes Auto. Also quasi unser Gehirn. Aber wenn das die Zukunft ist, wo passen denn dann die Einkäufe hin? Das ist tatsächlich die Gegenwart, das heißt, die Zukunft wird an der Stelle tatsächlich anders aussehen, weil es natürlich eine absolut valide Frage ist. Wie wir sozusagen mit dem Kofferraumplatz umgehen werden. Wie fühlt sich das an, wenn du in einem Auto sitzt und das macht alles für dich und du sitzt einfach nur quasi da für den Notfall? Also auf der einen Seite super, ja, weil das tatsächlich zeigt, dass wir irgendwie Erfolg haben. Ja. Das heißt jetzt das Thema immer näher ins Ziel bringen. Auf der anderen Seite immer noch ein bisschen spooky. Ja. Spooky? Wie wäre es mit Roboterärzten? Ich fahre zurück nach San Francisco und treffe Stefan Behrens. Sein Ziel? Künstliche Intelligenz in der Medizin zu nutzen. Oh, wow. Ja, ist schön, du hast Glück. Jetzt kommt auch die Sonne raus. Da hinten ist beispielsweise das Ferry Building. Mhm. Und die Brücke? Und direkt dahinter ist die Bay Bridge, die rüber nach Oakland führt. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner hat er Giant gegründet. Warum seid ihr nach San Francisco gekommen? Ihr seid ja die Gründer, ihr seid beide Deutsche. Genau. Warum hier? Alle Tech-Companies sind hier. Wir haben ursprünglich mal angefangen mit einem ersten Produkt auf Facebook, als Facebook Messenger-Bot. Und man kann hier, wenn man auf Meetups und diese Veranstaltungen geht, trifft man den Produktmanager von Facebook, der gerade an dieser Plattform baut. Und also diese engen Kontakte lassen sich einfach in Deutschland so nicht replizieren. Sie glauben, dass künstliche Intelligenz medizinische Behandlung verbessern kann. Und dann haben wir reingebohrt und kamen dann auf die Idee, dass man eigentlich diese ganzen Fragen, die man beim Arzt immer stellen muss, dass man die auch automatisieren kann und dass man zumindest für die meisten Dinge, die so im Alltäglichen beim Allgemeinmediziner passieren und die den Warteraum voll machen, dass man dafür relativ einfach auch automatisiert Lösungen finden kann. Und dann darf ich die App ausprobieren. So, ich kriege jetzt gerade einen Account und ich teste die App. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo wäre und ich bin krank, dann kann ich mich in die App einloggen und kann quasi ganz schnell ohne einen Arzttermin Hilfe bekommen. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Okay, wie geht's hier los? Sweet, now we're friends. Herzchen und Smileys. I'd like to get to know you a bit before diving in. Sure, let's go. Unser Motto ist, dass wir die Unterhaltung eigentlich so gestalten wollen, als würdest du mit deinem Freund chatten, der zufällig Arzt ist. Heute bin ich eingebildeter Kranker. Ich habe Ohrenschmerzen. Earache. There you go. Wie lange hattest du die Ohrenschmerzen schon? Länger als 4 Tage. Linkes Ohr, rechtes Ohr, beide Ohren. Dein Ohr sieht noch normal aus von außen. Es ist einfach nur weh und du weißt nicht genau. Alles, es tut alles weh. Tinnitus. Hier in deinem Ohr ein bisschen und schau, wie sich deine Schmerzen verändern. Wenn die stärker werden, werden stärker. Ah, okay. Das ist jetzt spannend, weil zum Beispiel ihr sagt, ich soll schauen, ob meine Lymphknoten geschwollen sind. Aber ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wüsste jetzt gar nicht, wo die sind. Aber jetzt gibt es hier eine Option, wo man das quasi zeigen kann, die Lymphknoten. Ah, okay, guck mal. Da kann man dann sogar sehen, wenn man nicht weiß, was die Lymphknoten sind. So sieht es bei mir auf jeden Fall nicht aus. Ich glaube, ich habe keine. Nee, du hast keine große, dicke Beule am Hals. Ja. Genau, okay. Das heißt, ich habe keine geschwollenen Lymphknoten. Im Hintergrund arbeitet jetzt bei uns die Maschine mit künstlicher Intelligenz, die deine Antworten abgleicht mit Millionen von anderen Patientendaten und Diagnosen, die von Ärzten gestellt wurden für diese Patienten. Mhm. Und damit suchen wir jetzt die wahrscheinlichsten Antworten auf deine, oder vielmehr Diagnosen auf deine Fragen heraus. In der Zwischenzeit wollen wir, dass du halt, insbesondere wenn der Arzt online ist, wollen wir nicht, dass du die App wegtust und dann anfängst, was anderes zu machen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Unterhaltungsprogramm eingebaut im Wartezimmer.
Es gibt Hunde-GIFs. Wollt ihr sehen, oder? Im Chat ist dann ein richtiger Arzt. Also typischerweise würde der Arzt jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Fragen stellen. Mhm. Einfach um sicherzugehen, dass die Informationen, die der Roboter gesammelt hat, alle auch richtig waren und ein bisschen mit dir chatten. Meine Diagnose? Mittelohrentzündung. Und hier stehen dann quasi die Symptome. Oh, I recommend that you try to schedule an appointment with your primary care provider. Das heißt, ich soll zum Arzt gehen. Ja. Müssen sich Ärzte Sorgen um ihre Jobs machen? Nein, das Hauptproblem ist ja eher, dass wir nicht genug Ärzte haben. Was wir machen wollen, ist, dass wir die ganz einfachen Fälle aus dem System rausziehen und sehr effiziente Wege finden, wie Ärzte Patienten behandeln können für diese ganzen Alltagskrankheiten. Und das schafft Kapazität für komplexere Behandlungsgespräche, Krebstherapie und dergleichen, wo es eben nicht so leicht abzuwickeln ist wie jetzt mit deiner Ohrenentzündung. Wenn jetzt im System ein Fehler ist, zum Beispiel, das ist ja alles jetzt automatisiert und dann, ich meine, dass der Fehler repliziert sich dann extrem. Wo die Power von so einem künstlichen Intelligenzsystem steckt, ist, dass wir nicht darauf angewiesen sind, wie ein Arzt, der vielleicht in seiner gesamten Karriere 40.000 oder 50.000 Patienten sieht, sondern dass wir unser System auf Millionen von Patientenakten trainieren können. Was sind die größten Herausforderungen hier im Leben im Silicon Valley in San Francisco? Ja, eine der größten Herausforderungen ist wahrscheinlich, dass einfach die Lebenshaltungskosten hier in der Stadt und in der Umgebung unglaublich hoch sind. Typischerweise zahlt man hier Miete irgendwo so um die $4.000 im Monat. Für was? Für eine Einzimmerküche-Badwohnung. $4.000 für eine Einzimmerküche-Badwohnung? Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ja, die Gehälter sind natürlich auch entsprechend höher, aber nichtsdestotrotz, es klingt vielleicht nach viel Geld, aber ein Entwickler, der hier direkt nach der Uni anfängt für vielleicht $120.000 Gehalt, kann sich kaum erlauben, alleine eine Wohnung zu haben. Ja, also damit ist in der Regel, teilt man sich die Wohnung mit Mitbewohnern und jeder zahlt dann vielleicht 2.000 oder 2.500. Aber was ist denn mit Leuten, die weniger verdienen? Also keine Ahnung. Putzfrauen, Lehrer, Kindergärtenlehrer. Ja, das ist genau das Problem. Und eine der Herausforderungen hier in der Stadt ist auch, es gibt unheimlich viele Obdachlose, die auf den Straßen hier zu finden sind. Und das ist eine der großen Probleme hier in der Bay Area, dass man diese großen Kontraste hat zwischen einerseits den Milliardären, die gerade ihren Börsengang abgeschlossen haben, und andererseits Hunderte von Menschen, die hier auf der Straße leben. Es ist schwer, das irgendwie in den Kopf zu kriegen. Stefan schluckt. Mir geht es ähnlich. Das ist die andere Seite des Booms. Zwangsräumungen sind ein Riesenthema in der Stadt. Überall werden Familien aus ihren Wohnungen geschmissen, tausende Obdachlose liegen auf den Straßen. Wie kann eine Stadt, in der es so viel Geld, so viele Arbeitsplätze gibt, gleichzeitig so arm sein? Die Antwort? Es ist kompliziert. San Francisco kämpft mit einer Wohnungskrise. Die Stadt ist umringt von Wasser. Es gibt nicht genug Platz, aber immer mehr wohlhabende Tech-Arbeiter. Das nutzen die Vermieter aus. Außerdem, Steuern für reiche Unternehmen sind irrsinnig niedrig. Die Stadt befürchtet, Tech-Riesen an andere Standorte zu verlieren. Tech-Paradies oder soziale Dystopie? Auch die Kunstszene sucht nach Antworten. Ich bin hier mit Niki Selkin vom Grey Area Festival. Und Niki erzählt uns jetzt ein bisschen, was es ist. Hi Niki. Hi. Thanks so much for meeting us. Yes. Can you tell me a little bit more about the Grey Area Festival? What do you guys do here? The Grey Area Festival is a festival dedicated to art and technology in San Francisco. AR, VR, immersive cinematic experiences, sound art, and we even have a set of robots, robot exoskeletons that are going to be showing tonight. Zu den Roboter-Skeletten kommen wir später. Erst einmal zeigt mir Niki Workshops, die hier angeboten werden. Hier geht es um Synästhesie. In diesem Fall die Verknüpfung von Geruchs- und Hörsinn. Okay, da drin ist irgendwie Klang, aber auch, dass es riecht und dann geht der Klang. Beginnt der Klang und es fängt an zu vibrieren alles, aber es kommt auch ein ganz starker Geruch raus, den ich gerade überhaupt nicht einordnen kann. Ein paar Räume weiter werden Synthesizer gebaut und mit Kunstwerken verbunden. This is how you make art interactive. These little steps where you're taking a synthesizer and then connecting it with electric paint to a drawing, you could imagine how that could become a whole surface that people are touching in a gallery or a museum that's creating sound. Straight up and down, like ET phone home in front of the lens, right about there. Uh-huh. Keep it nice and still. Nach Hause telefonieren? Beim nächsten Workshop darf ich eine Hologrammbrille ausprobieren. Erinnert mich aber eher an Minority Report als ET. Man muss hier wirklich hinkommen und das dann anfassen. Ich sehe hier gerade so eine Welt, so ein bisschen so Pink Floyd-Style. Und dann sind hier verschiedene Objekte drin, die man quasi anfasst und dann explodieren die. Oder dann kann man hier in der Gegend rummalen, aber in 3D. Also ich kann mir vorstellen, wie das mit Architektur und sowas total cool ist, wenn man hier drin malt oder eine Milliarde Sachen. Also ich sehe hier außenrum alles normal und sehe hier einen kleinen Screen.
Und dieser Screen läuft aber mit durch die Welt. Das heißt, ich habe immer so ein Fenster in eine kleine Welt und kann da auch reinfassen. So, is this the future? This is absolutely the future. You know what? I hope this is the future because this is the coolest thing ever. I mean, we're creating art and entertainment and education and all sorts of functional things out of holograms and light. I think this is the new canvas for humanity. I really do. Programmierer, die Künstler unserer Zeit, Hologramme, die neuen Leinwände. Begeisterungsfähigkeit gibt es hier auf jeden Fall genügend. Aber Kritik an der Übermacht von Tech gibt es auch. I think that technology and art combining is really important because literally it is the tool of the future that is being used in many ways to control, manipulate people. Kunst hat Machtstrukturen schon immer herausgefordert und hinterfragt. It's obvious in some ways that, you know, tech artists would emerge, and especially they would emerge in the city that is literally the testing ground for everyone's newest app. Menschen kontrollieren ist die zentrale Aussage des Kunstprojekts Inferno, italienisch für Hölle. Ich probiere das jetzt mal aus, wie sich das anfühlt. Okay. Yep, I do, I think. Sieht schon ein bisschen irre aus, oder? I like it. Whoa, okay. Oh dear. Ich kann nichts machen. Wow! Das ist Technologie für uns heute. Sollte man als Deutscher nicht machen. Sollte niemand machen. Oh. Man hat wirklich überhaupt keine Kontrolle hier, was der Arm macht. Und ich werde gerade von da hinten, von den Künstlern kontrolliert. Und es ist echt witzig. Ich boxe gerade, oder was mache ich? What am I doing? Am I boxing? Or do I dance? Der Künstler vergleicht die Kontrolle der Maschine mit der Macht, die Handys mittlerweile über uns haben. I mean, you all hook on the robots and we all hook on our apps on the mobile phone and we're all part of that kind of a new church and new rituals. Bei der Show werden 12 Freiwillige für eine halbe Stunde vor Publikum zum Tanzen gebracht. Kontrolliert entweder von den Künstlern per Joystick, vom Computer oder einem Mastertänzer im Overlord-Exoskelett. Heute bin das natürlich ich. Ist das die Zukunft? Nein, hier ist vieles schon die Gegenwart. Künstliche Intelligenz hilft Krankheiten besser zu erkennen. Selbstfahrende Autos werden unser Leben erleichtern. Es passiert viel Gutes. Ich habe in San Francisco aber auch eine andere, dunklere Seite gesehen. Automatisierung und zunehmender Kontrollverlust, extreme Ungleichheit und Armut. Die Zukunft wird aufregend, aber auch eine große Herausforderung. Das war mein Film aus San Francisco. Ich hoffe, euch hat gefallen. Worauf freut euch in der Zukunft? Gibt es auch Sachen, vor denen ihr Angst habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und es gibt noch einen Film, den ich euch ans Herz legen kann über Datensicherheit. Den findet ihr hier irgendwo. Vielen Dank fürs Zuschauen.